Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasu. Wir sind zurück in Fallout 4, wie man sieht. Ist auch gefallen, hier liegen so viele schöne Sachen, die ich einfach mal mitnehmen möchte. Blechduschen. Wir gehen dann erstmal zu Preston. Rauchensäger nehmen wir mit. Rüstung zum Einsabrieren, Quest abgeben, das übliche halt, ne? Ganz mischer. So. Alles mit hier, Mensch. Soll der Geiz? Kann man halt mal hier brauchen, ja. Kohlenkorken, Klemmbrett, warum nicht? Putzmittel, natürlich. Schüssel kann man mal brauchen, wenn man Hunger hat. Hundefutter jetzt vielleicht nicht unbedingt. Die restlichen E-Toiletten. Neben Schlafraum direkt Toiletten finde ich jetzt ein bisschen eklig. Ah gut, hier sind auch nochmal Schlafräume, Mensch. Das ist ja hier gar nicht mal so klein, ne? Hallo. Gut, ich würde sagen, das reicht. Ja, wir haben Level, aber ich weiß, das machen wir auch noch. So. Einmal zu Preston. Stimmt, wir wollten auch noch das Ding bauen. Fällt mir auch gerade ein. Den Teleporter. Das ist auch noch eine Aufgabe. Die wollten wir machen, genau. Wir wollten Storymäßig da auch noch ein bisschen machen. Und dann Nuka World, bevor wir ins Institut eindringen. Der erste Besuch wird ja noch relativ harmlos sein. Relativ. Und dann kommt es darauf an, wie wir uns entscheiden. Gibt ja mehrere Enden. Ich habe einige schon gespielt, damals auf der Playstation. Was ich hier spielen werde, muss ich schon. Jetzt wird euch ja jemand angegriffen. Natürlich. Warum habe ich hier Mullen drinne und ich frage gar nicht. Nein, ich frage nicht. Aufgepasst. Ja. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Was ich so habe? Gib mal her, du. Das ist jetzt wichtig, was du hast. Ich will dein Zeug haben jetzt, damit ich es einloggen kann. Ist ja nicht wenig dabei, ne? Ja, ja, strack so viel. Das ist klar. So. Nein, dass die Müll nicht liegen. Nein, das ist keine Platz. Ich habe das Falsche gedrückt. Schon wieder. Nein. So. Jetzt. So. Sehr schön. So, was ich natürlich noch loswerden will, sind so andere kleine Schrottdinger. Radiumgewehr brauche ich nicht. Dieses Institut auch nicht. Die Rüstungen sind meine Rüstungen. Hier ist Müll, könnt auch wieder ein bisschen weg hier. Ich bin gar nicht ganz oben, deswegen. Okay. Genau. So. Das wird ein Spaziergang. Na den. Greif jetzt hier auf mich an, oder was? Ah, wilde Tiere. Okay. Ich gehe mal davon aus, meine Jungs schaffen das. Das soll ja wohl schaffen, gegen so einen Bären da. So. Könnte ich nur noch ruhig reparieren. So, nee, anziehen. Du sollst reparieren, das war jetzt mein. Werden immer noch mehr Leute hinten lang strömen, um den Gegner zu greifen. Einfach herrlich. So, komplett. Da noch nicht komplett. So, dort haben wir wirklich alles repariert. Sehr schön. Dann können wir es wieder ausrüsten. Ist unsere Rüstung nicht ganz so nackig. Sehr schön. Menschen alle aussehen komisch. Dann sieht es halt komisch aus. So, was du sagst. Pass du mal auf, Jungchen. So, die Dinge. Ich will nur ein bisschen handeln. Also, nee. Will ich nicht. Nur dafür sorgen, dass wir genug Energie haben. Stimmt, das war noch das, was wir nicht hatten hier. Energie. Das ist alles das. Irgendwo muss hier jetzt Preston doch rumlaufen. Ist er hier drin? Nee. Nee, dahinter anscheinend. Wo bist du schon wieder, Preston? Da hinten noch mit dem Bären beschäftigt. Mensch.
helfen wir dem Preston ein bisschen. Ach, Mensch, Preston. Dass ich mal mit dem Bären anlegen muss. Verkrüppelter Jaungwei oder so. Gucke mal. Alles easy. Sicherung? Der ist irgendwo verschluckt. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Das wäre cool. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. In 5 Sekunden? Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Ja. Dann bringst du unsere Sache voran. Yeah. Was das? Okay. Was? Das war's, was mir keinen nimmt. Ja, das sind ein paar Ganner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Und? Ich habe Nachricht von... Er hat auch noch eine Mission, ich wusste es. Aber die eine Verteidigung haben wir erstmal abgeschlossen. Yay, so. Wir haben inzwischen eine neue Verteidigung, da ist... Yay. Oder? Nee. Irgendwie doch nicht. Wir verwirrt. Scheinbar doch nicht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu Pam. Bei der haben wir auch eine Quest abzugeben. Also, wann machen sie mal mit Level 50, ey? Oh, Level 50, wir haben noch jede Menge Punkte zu verteilen. Müssen wir auch noch machen. Ich kann mir ja wieder nicht entscheiden, was ich mache. Ich kenn mich doch. So. Jetzt sind schon die Siedlungen angegriffen. Ich glaube es ja wohl. Schön, dich bei uns zu haben. Jo. Wie passt du denn überhaupt da rein? Ich überhaupt reinpasse? Das frage ich mich auch. Nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Was? Verstecke sicher. Aktueller Auftrag abgeschlossen. Belohnung erteilt. Möglicherweise werden später weitere Aufträge erteilt. Okay. Tarnpolunder hinzugefügt. Okay. So, jetzt hätten wir wirklich solche Verteidigung. Da bin ich jetzt. Ja. Na. Lebt nur einer. Glücklich. Zufriedenheitswölf. Der ist ja glücklich da. Na ja gut, wir bauen die Siedlung halt nicht aus. Das können wir auch machen. Jede Siedlung würde ich ausbauen. Aber. Ja. Was soll ich so sagen? Nee. Ist nie so meins. Wir schaffen es ja nicht mal, unsere Basis da wirklich auszubauen, weil ich schon seit Ewigkeiten noch ankündige. So, hier sollen irgendwo Bösewichte sein. Wo sind sie denn? Hallo. Da ist ja jemand mal fragen, warum ständig, meine Rüstung so kaputt ist. Bei meinem Kampfstil hier. Wo ist die Kamera? Achso. Hä, wo ist der hin, wollte ich noch fragen. Und da steht er vor mir. La 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 la. So. Piu. Wir wollten auf jeden Fall Richtung Peng Fui gehen, so was Fähigkeiten angeht. Daran kann ich mich noch erinnern. Oh, komm schon. So. Jetzt sagt dem Jungen, lass mir eine Rüstung ganz, oder es gibt Ärger. Okay, Ärger gibt's oder so. Ich glaube, mein Kopf hat schon ein paar Löcher mehr, als es sollte. Die 2 Stipacks, danke. Ich habe vergessen, mein Steam wieder auf Offline zu stellen. Ich honk. Na gut, wieder der halt so. Was mit der Umgebung auch noch was zockt. Davon ist mir gewesen, keiner jetzt Nachrichten schreibt. Hatte schon mal eine Aufnahme, glaube ich. Könnte ich aber rausschneiden. Und jetzt mal so Nachrichten aufploppen, ey. Ich glaube, es war sogar, ich bin in der Aufnahme oder irgendwie so kam das so als Nachricht. Und ich so, nein, das ist rausgeschnitten.
So, das haben wir schon mal geschafft. Dann haben wir noch eine Verteidigung, wo diesmal... Können die Crossings zwar auf uns dann hier, oder? Nee? Hier, okay. Dann nochmal da verteidigen. Irgendwann lasse ich die Siedlung einfach alle überrennen. Wieder wurscht. Naja, so wusste es jetzt nicht, aber ist nervig, wenn man da ständig hin und her dürft. Sonst wäre man gerade andere Mission macht. Wisst? Fangen wir mit denen an, der hier vorne rumrennt, bitte, ja? So, danach kannst du den, der da hinten rumrennt, ja? So. Rennt immer vorbei, kriegt die Knarre durch den Kopf gehalten. Und Folter. Ach ja. Na, sag mal. Der streckt schon seinen Kopf dir gegenüber hin. So. Sind glücklicherweise nur normale Bogen trinken bis jetzt. Ich will immer noch Schüsse. Wo? Da hinten? Okay. Oder du machst das schon, ne? Da oben im Gebüsch wieder versteckelt hier. So. Bin gerade noch rechtzeitig gekommen, na dann ist ja gut, du. Wenn ich gerade noch rechtzeitig war. So, haben wir das auch geschafft. So. Jetzt muss ich mal schauen, was wir noch alles so hatten. Die Dinger, dafür brauchten wir Strom. Das wollte ich dann machen. Hier unten haben wir noch so zwei Missionen. Geh zum toten Briefkasten und. Gut, Robic, was mal das ist. Und da oben haben wir noch was. Hä? Ach, da, irgendwo da, irgendwo hier so. Ah, das ist Dr. Mari, war das Questreihe? Ach nee, das ist, ja, das ist für Railroad, ich erinnere mich. So, ich würde sagen, wir gehen kurz in unsere World, oder ich hoffe vor die World, damit wir in Ruhe rüber zur anderen Mission laufen können. Ich würde sagen, wir machen das in Süden. Danach können wir immer noch uns um Dr. Mari kümmern. Da ging es ja darum, ein Zünd in Sicherheit zu bringen. Und ich würde sagen, wenn wir das soweit haben, machen wir unseren Teleporter fertig. Und dann dürfen wir so langsam mal Richtung Nuka-Cola. Nicht Nuka-Cola, Nuka-World. Wo es Nuka-Cola gibt. So. Gut, selber in der Laborstation, achso, Schems herstellen, ja. Können wir aber auch mal wieder machen. Nee, wir landen natürlich drinne. Bin ich raus da. War ich eigentlich schon mal hinten an den Schränken? Nein, war ich nicht. Schande über mein Haupt, die ist hier wegen Munition. Mensch, meine Wolle, ich nehme die Munition nicht mit. Frechheit. Okay, den habe ich wenigstens geplündert. Wenigstens etwas. Jetzt sollten wir schon sowas wie eine Verteidigung aufbauen, finde ich. Naja. Habe ich auch mal die angegriffen werden können, wenn ja, wie das aussehen soll. Na naja, gut. Ah, darum kümmern wir uns später. Ah, der Waltic Männchen. Oder Walt Boy genannt. Der ist schon cool. Ich habe ein T-Shirt damit. Hatte, muss ich sagen, Wackelkopf damit, aber der ist mir dann... Traurige Geschichte, ich mag jetzt nicht drüber reden, nein, Spaß. Ist leider ein Überbleibsel der Vergangenheit geworden, mit anderen Worten. Er steht woanders, als er sollte, nicht bei mir. Aber es ist okay, ich komme damit zurecht. Entschuldigung. Lol. Wir haben 22 Uhr und 22 Sekunden eben gehabt. Okay. Da sieht man wieder, ich mache meine Aufnahme mitten in der Nacht. Wo normale Menschen schlafen, ne? Na, komm schon. Ich war eben noch draußen. So viel musst du ja jetzt nicht laden. Also, ne?
Aber ich merke, umso mehr ich zocke, umso anstrengender wird es für meinen Rechner. Er ist halt nicht mehr der Jüngste. So. Ich hoffe natürlich, jetzt sind sich hier überall wieder Raider. Das wäre jetzt echt ungünstig. Ich setze hier noch niemanden schießen. Das ist ein gutes Zeichen. Waren wir schon mal hier? Ja, waren wir. Okay. So, jetzt mal schauen. Gucken in die falsche Richtung. Ich glaube, da lang ist es dann. Genau. Wo komme ich denn nicht lang? Yay! So, hier. Ist das da hinten diese Roboterstadt? Nee, das war eine andere Kugel, glaube ich. Wir sprechen mal kurz zwischen. Ist das hier diese Halbinsel, wo wir waren? Nee, das ist hier unten der Sumpf. Okay. Ich hätte schon wieder Schüsse. Irgendwas war da gerade. Wie viele Wachpots gibt's hier? Oh, der nächste spielt hier irgendwas. Ich würde das vielleicht mal bei der nächsten Aufnahme ausschalten. Also, offline gehen. Das scheint schon sowas wie Militärbasis zu sein. Da schießen sie. Mutantenvollstrecker gegen. Sieht man nicht. Aber da ist Dings. Ich vermute mal Bruderschaft. Und gleich auch gegen mich. Wie soll ich das Gefühl, gegen den Baum zu schießen? Weil ich nur gegen den Baum schieße. Alles klar. Das macht mir dafür, glaube ich, wenig Sinn. Moment. Einen Augenblick, bitte. Wo habe ich denn? Ich möchte natürlich jetzt einen Fatman haben, aber. Ach, man kann nicht alles haben. So. Jetzt, mein Idee, irgendwo mein Idee. Wenn ich mal treffen würde. Man sieht auch gegen die Sonne nichts. Mann. Da ist einer. Den habe ich gesehen. Ich sehe immer noch keinen, gegen den sie gekämpft haben. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wilson, Atomic, irgendwas. Big Mac. Warum heißt du Big Mac bitte? Das ist schon ein doofer Name. Entschuldigung, aber. Was ist ein doofer Name? Einfach doofer Name. Punkt. Halt deine Füße still. Was war das gerade? War der eine Granate oder war der einer von denen? Ich fürchte eher einer von denen, ne? Ah, wird eh nix. Ja, komm raus. Trau das ich jetzt nicht. Feigling. Hä? Sieht doch voll auf seinen Pratzschädel, wollte ich gerade sagen. Jetzt hat's geklappt. Gut. Ja, ja, klopf du mal deine Brust hier, hast du toll gemacht, hier. Ja. Hab ich gesehen, Alter. Voll den Kopf weggeschossen. Ara, du. Hallo, da unten steht er doch. Kriegsfürst. Ja, schauen wir doch mal, der hier kann's Kriegsfürst. Die sind ziemlich am Randgebiet, man merkt so, die Gegner sind ein bisschen stärker und mieser gelaunt. Was? Ich glaube nicht. Doch, das war ein Treffer. Dann lad doch nächstes Mal vorher nach. Also wenn wir jetzt hier noch... Na, das muss ich nicht. Glaubst du gerade eine Deckung zu sein? Glaubst du gerade ernsthaft, das war eine Deckung? Okay. Lass mal so stehen. Und Schuss? Nein, nachladen. Okay, da hat's geklärt. Du schmilzt ja vor sich hin. So. Wow. Lass das mal. Lass
erstmal ein Stimpack hier reingeknallt. Das war bestimmt dieser Big Mac. Frage ist, wo ist er nun? Ist er hoch? Ist er runter? Ist er links? Ist er rechts? Man sieht es nicht. Man weiß es nicht. Wow. Okay, irgendwo in der Richtung. Ja, er ist hoch. Buttercup. Ah, Fabrik für die war das hier. Für Stier. Komm, schieß mal ein bisschen auf sein Bein. Was ab, habe ich das Gefühl. Ja, okay, warte, da müssen wir andere Waffen rausholen. Genau du. Ich mach dir Aua. Oh, gut, oh, nehm ich mit. Zwischendurch einfach mal gelootet. So. Also kann ich nur dreimal. Na gut. Piu, piu, piu. Puh. Eine gute Deckung gerade, finde ich. Hm, wieso schießt er nicht mehr? Muss er gerade nachladen? Ja, muss er gerade nachladen. Wenn ich einfach mal gerade seinen Kopf, glaube ich, übelst malträtiere. Die war einfach nur in der Hand, also. Ich glaube, der kam nicht zum Nachladen, weil wir ihn die ganze Zeit hier anschießen. Egal, wie gesagt. Ich glaube, da zum Schluss irgendwas nicht so stimmt, du. Ist mir wurscht, der gewonnen, fertig. Niemand hat gesagt, dass ich eine ordentliche Kriegsführung führe. Also, fair oder ehrlich oder so ein Zeug. Bah. Sonst nicht gegen so Mutanten. Wirklich schön blöd. So. Was liegt denn hier so voll rum, Junge? Ach, das ist Big Mac. Achso, und das war? Achso, irgendwer. So, Mutanten Fliegerkappe. Alles klar. Eine ID-Karte von denen, okay. Hm, wer weiß, was man damit machen kann. Wahrscheinlich kommt man damit irgendwo rein. So. Wer schießt denn hier noch? Und wo? Und warum? Wow. Okay. Da scheint jemand gerade ein bisschen zu übertreiben. Ich glaube, das ist alle. Ist ja jetzt gut. Ah, ich will mir Rüstungsteile für so Mutanten, aber das interessiert mich gerade ein bisschen wenig. Machete. Das Gefühl, schießt einer auf mich. Hallo? Kanna, warum ist denn die so von mal Kanna? Sag mal, spinnst du? Hackt's bei dir oder was? So. So, in der Position würde ich sagen, machen wir einen kurzen Aufnahmestopp. Wir überziehen gerade. Frechheit von mir. Also, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen da, einen Kommentar, ein Abo. Würde mich über das riesig freuen. Ansonsten, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.